Willkommen zurück zu einer neuen schurkischen Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein schurkisches Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir gehen direkt hier in die Grube und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin mit einer Bewertung unterstützen würdet. Alter, der Typ sieht irgendwie gut aus, oder? Und der Typ hat leichtes Ziel. Aber irgendwie keine coolen Eigenschaften. Aber er sieht irgendwie cool aus. Ich mag seine Rüstung. Banditenstamm. Alles klar, Kumpel. Ich habe mir einen neuen Olok reingewechselt. Und zwar den hier, den wir aus der Folge 100 haben. Den haben wir nämlich gezogen und den können wir direkt mal testen. Ich komme für dich. Sei bereit. Wirklich witzig. Aber ich habe gerade keine Zeit zum Lachen. Alter, der sieht so widerlich aus, oder? Aber der andere hat so eine geile Rüstung. What the fuck? Warum dreht er auf einmal durch? Er dreht auf einmal durch. Alter, was macht der hier? Irgend so eine Fluchscheiße. Ey, wie groß der ist, ne? Der 25er. Eine ganze Schippe größer als meiner. Und er wurde verdammt. Unser Mann hat gewonnen. Ey, der sieht so widerlich aus. Der sieht so hart widerlich aus. Ja, aus der Grube werden wir eh keinen rausziehen, denn die sind alle ziemlich low und unsere sind alle ziemlich hoch. Bist du Level 60? Ja gut, dann nochmal. Komm, machen wir ein Level 60. Dann können wir ihn direkt in die Burg einwechseln, weil der kommt natürlich in die Burg. Mir wärst du besser nie begegnet. Komm her, du Narr. Du wirst deine Worte bereuen. Du wirst unter ihr. Komm, ein Hieb, Bruder. Ein Hieb. Mach einen Schlag. Boom. Nice. Nice gekontert. Alter, ist das ein geiler Typ. Der eine hier hat zwar kräftig Mundgeruch, aber meiner hat so einen dicken Prügel in der Hose. Da hast du keine Chance. Gegen diesen Prügel hast du keine Chance. Einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Okay, warte mal. Erstmal gehen wir hier... Moment, hier drüben hin. Denn ich glaube, hier waren stärkere, oder? Wir schauen hier mal rein. Level 35. Gott, du bist auch nicht wirklich stark. Der Knochensäger. So, meiner hier ist Level 60 jetzt, ne? Yo. Dann haben wir hier den Poet. Den Schützen. Ich muss noch ein bisschen meinen Drachen leveln. Der muss noch ein bisschen gepimpt werden, denn der kommt auch in die Burg. Ich liebe diesen Typen. Ich liebe ihn. Er ist cool. Deine Reise enden. Ich kämpfe für den dunklen Herrscher. Ey, meine eigenen Biester springen mir in den Rücken. Was war das eben gerade, Kumpel? Enttäusch mich nicht. Okay, okay, okay. Okay, easy going. Mit einer Enthauptung. Der Drache ist cool. Ich wünschte, der Drache könnte legendär werden. Aber ich habe keinen Befehl. Ich habe keinen dieser Legendärbefehle. Es wäre so episch. Okay, was kannst du? Eiserner Wille und Fluch. Meuchler bist du. Feuerfest. Oh, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. So, Drache. Du bist Level 58. Gut, einen machen wir noch. Er müsste gewinnen. Also wenn der Drache dagegen nicht gewinnt, dann hat der Drache es nicht verdient. Ich bin dein nächster und letzter Gegner. Ja, hier mit seinem Fluchdolch. Die dunkle Flamme wird mir den Sieg schenken. Alter, diese Biester. Diese super aggressiven Biester, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Er ist halt schnell. Aber wenn der Schlag durchgeht, dann geht er durch. Warum brennt der? Ich dachte, der wäre immun gegen Feuer. Ich habe keine Ahnung. Okay, er brennt nicht mehr.
erleuchtet und er wurde enthauptet. Er sieht nicht besonders glücklich aus. War nicht dein Tag, Kumpel, oder? Aber der Drache hat mal wieder gewonnen. Habe ich da so einen Anzeige-Bug? Denn immerhin steht da, ich bekomme einen legendären Bogen und 1000 Millionen andere Sachen. Und hier liegt alles rum. Ist der Olok böse? Hey, Olok! Jo, bist du böse oder bist du gut? Denn wenn ja, dann kannst du mich töten, wenn du willst. Ich bin auf der Suche nach fähigen Oloks. Und du siehst ganz schick aus, das ist eine nette Waffe. Komm, bring mich um. Tu es. Erfüll meinen Wunsch. Mach mich tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, vernichte mich. Sei wütend und tob dich aus. Dafür werde ich belohnt werden. So viel steht fest. Urlasu. Lasu. Mein Schwert müsste mal wieder zerbrochen werden, damit es levelt. Oh, aber... Ja, ja, sieht cool aus. Der Prügelmeister hat einen Dicken in der Hose. Feuerfest. Pferdensucher und... Ja, nee. Leider nein. Schicke Rüstung, aber sonst leider nein. Na, wo steckst du denn, Kumpel? Wo bist du? Alles klar, wir müssen hier hin. Weil ich hätte gerne noch irgend so einen geilen Olok. Einen richtig geilen Olok. Ich meine, wir haben eine gute Truppe. Wir haben eine gute Truppe, aber ich wette, da geht noch ein bisschen mehr. Und da hinten flattert ein Drache rum. Warte mal, wo muss ich hinspringen? Ich muss hier hin. Der Verbitterte. Irgend so ein Lowbob. Du treibst dich irgendwo hier rum, ne? Wer bist du denn? Ogbur, der Süße? Okay. Nekromant? What? Der Typ ist Nekromant? Alter, wie geil ist das denn? Ich habe noch nie Nekromant gesehen. Noch nie. Das ist mein erster. Hey, Süßer. Du bist ein Nekromant? Ja, da lutscht mir doch einer die Kimme. Und du bist feuerfest, ne? Und du bist Level 61, was irgendwie scheiße ist. Wo sind deine untoten Freunde, ha? Na, Kumpel? Keine Ansprache, keine Rede? Ich will dich haben, Kumpel. Ich will dich haben. Aber ich darf dich auf keinen Fall wahnsinnig machen. Ich will dich unbedingt... Ich will dich unbedingt. Ah, komm schon. Mach das raus. Du bist nicht besonders geil, aber du bist ein Nekromant und deswegen bist du geringfügig interessant. Geh mal da weg von der Falle, Kumpel. Und du bist ein Berserker, was auch irgendwie cool ist. Wow, wow, und du verfluchst mich, was irgendwie... Alter, wie er hier die Toten erweckt. Er hier mit seiner Zombie-Armee. Oh Mann, wärst du doch nur Level 60. Jetzt hast du so eine dämliche Hand im Gesicht. Süß, 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 so süß. Alter, ein cooler Dude. Wir sehen uns wieder, cooler Dude. Ich habe einen Nekromanten gefunden, Freunde. Lässig, oder? Absolut lässig. Ohne Sprinten ist man ganz schön langsam. Erkenntnis der Woche. Keystra sagt, ohne Sprinten ist man aber ganz schön langsam. Was? Wo? War hier nicht noch ein anderer Typ? Irgend so ein Lowbob?
Ah, ja. Der da. Moment, den muss ich noch prägen mit Schlimmer als der Tod. Nein, 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 ich habe mich verdrückt. Verpiss dich doch mal, meine Güte. Lass den Mann doch mal arbeiten hier. Gibt's ja wohl gar nicht. Also, Inventar. Na, nicht Inventar. Inventar nicht. Moment, Inventar. Ich habe die falsche Klinge? Hat ihr mein Schwert zerbrochen? Ah, ne, ich habe die richtige. Ich dachte schon. Sorry, mein Fehler. So. Schlimmer als der Tod. Echt? Echt jetzt? Was habe ich wem angetan? Was habe ich wem angetan? Dir? Was denn? Bitte einmal weggehen. Dankeschön. Alter, wie diese Viecher nerven, ne? What? Du beschämst mich. Mein Leben ist vorbei. Die anderen hassen mich. Niemand nimmt mich mehr ernst. Mein Leben ist ein einziges Elend. Wow. Dafür werde ich dich vernichten. Wow. Er hat heftige Depressionen, ha? Huh? Uiuiui. Alter! Damn! Was hast du getan? Wie schalten wir ihn aus? Es tut mir auch irgendwie leid. Wusste ja nicht, dass du so unter Depressionen leidest. Therapeuten suchen. Tipp von mir. Profi-Tipp. Profi-Tipp von mir. Alter, der kleine Schütze da hinten. Gott, nervt der. Warum hast du das getan? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Oh oh. What the fuck? No! Nein! Oh Gott, dieser scheiß Drecksdrache. Ich könnte kotzen. Du Missgeburt. Oh, fick dich doch, Drache, ganz ehrlich. Oh, ich wollte ihn nochmal beschämen. Gibt es nicht. Dieser Drecksdrache. Versaut mir die Tour. Hat mir die komplette Tour ruiniert. Unglaublich. Unglaublich, oder? Alter, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Na du? Du bist zurück. Langsam wird es wirklich albern, findest du nicht? Nö. Aber geile Rüstung. Hinter dir ist ein Drache, Kumpel. Der gehört nicht mir. Der ist nicht mein Drache. Alter, Alter! Dieser asoziale Drache nervt! Mach den doch mal tot! Den doofen Drachen! Achtung! Stopp! Stopp! Och, jetzt ist er wütend. Der wird draufgehen, Freunde. Weil der Drache räumt hier richtig auf. Okay, jetzt nicht mehr wütend. Talion, er steht nur da. Ich will ihn beschämen.
So, wo ist denn jetzt mein Nekromant, den ich haben möchte? Der ist durch mit der Welt. Der ist richtig durch. Der ist fertig, ne? Eigentlich ist er total scheiße, aber er ist ein Nekromant. Und ich habe noch nie einen Nekromant gefunden davor. Also müssen die doch relativ selten sein. Klar, schreibt irgendjemand in die Kommentare, ich habe nur Nekromanten. Und ich bin erst 4. Du verstehst dieses Spiel gar nicht, Kies. So, hier müssen wir hin, ne? Also, der Dude ist irgendwo hier oben. In der Region. Ein Nekromant. Haben wir ihn doch. Na, ist nicht wirklich geil, der Typ. Aber er ist Nekromant. Deswegen, ja, gehen wir ran. Und der ist witzig. Ich wünschte, ich hätte nur eine legendäre Variante von so einem Nekromanten. What? Er packt mich hier einfach eiskalt. So süß. Not bad. Ich will doch nur hier runter. Geh einmal hier runter, danke. So, jetzt bin ich mal hier ein bisschen das Gefolge am Reduzieren. Die Sprungblockade nervt. Ich greife immer noch. Na, warum zieht der mich denn dauernd so merkwürdig? Was ist das hier für ein Move? Sagen wir mal gut. Boom, jetzt. Schakalaka, boom. Och, jetzt kommt der nächste Reiter. Warum sind hier dauernd überall irgendwelche scheiß Reiter? Ja, du hast eine Sprungblockade, ich weiß. Oh, come on! Jetzt ist aber mal gut hier. Alter, was für ein fieser Drecksack. Wie direkt hier auch mein ganzer Fokus weg ist. Siehst du mir auf die Nerven? Komm schon. Ich meinte nicht Fokus, sondern Combo-Energie. So, jetzt aber cool. Jetzt cool. Lass die Ketten drin. So süß. Also, du hast panische Angst vor Fliegen. Du bist anfällig für Schleichen. Du hast Erschöpfung. Dafür hast du eine verfluchte Waffe. Du hast Wilde. Du hast Nekromantie. Und du bist feuerfest. Und tschüss. Ja, so ein Nekromant könnte geil sein, ne? Süß. So süß. So süß. Was ein Freak. Was ein Freak. So süß. Noch den hier abchecken. Süß. Ich laufe ein bisschen durch die Gegend. Ich hoffe, ich werde überfallen. Von irgendjemandem. Ein Baum, der lebt. Alle Bäume leben, ja, das stimmt. Stimmt wirklich. Oh, ein Baum, der lebt. Ist ja nichts Besonderes. Alle Bäume leben.
Hey! Hey du! Vielleicht könntest du cool werden. Oi, der ist aber aggressiv. Du hast deinen Kumpel getötet, ne? Nur so als Info. Süß! Komm, ein Hieb noch. Das kriegst du hin. Glaub an dich. Boom! Ich wollte immer im Rang aufsteigen. Und das werde ich jetzt. Urgram! Ich bräuchte mal wieder ein gebrochenes Schwert. Das wird irgendwie auch nichts, ne? What? Alter. Der Grobe. Hat er direkt noch gelevelt. Das ist hier so voll. Der war erfolgreich. Warum? Mit was? Immun gegen Fluch, stets auf der Hut. Oh, ist aber auch nichts Besonderes. Hat der da irgendeine Narbe? Ah, hier drüben, ne? Irgendwie blutet der so ein bisschen. Hey, du bist ja ganz in der Nähe. Oder? What? Moment. Ja, doch, hier drüben. Ich hab einen Nekromant. Ich hab einen Nekromant. Ich wünschte nur, er wäre cooler. Aber es ist ein Nekromant. Also von den Stats her. Vom Charakter her ist er ja super cool. Süß! 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 Alter, was ist denn hier los? Was ist jetzt los? Hä? Verräter? Was macht der denn hier? Ist der paranoid geworden? Hä? Was treibt ihr hier? Oh, da bin ich. Ah, der ist ja schon halb tot. Weißt du, ich habe noch wichtigere Dinge zu tun, als dich zu töten. Some make you crazy. Na, make you crazy. Du kannst nicht gegen uns alle gewinnen. Ja, irgendwie schon. Oh, wieder wütend, weil ich ein bisschen gesprungen bin. Holy shit. Jetzt ist er schon wieder wütend oder berauscht oder whatever. Dunkle Macht verschlingt. Kumpel, du hast ein Aggressionsproblem. Wo rennt er denn jetzt hin? Er bläst sein Muschelhorn. Au. Guck. Ich beschäm dich nochmal. Ist nicht deine Woche, ha? Huh? Aber ihm geht's immer noch gut. Oh! Diese Bestien gehen mir heute so auf die Nerven. So, runter mit dir. Wo ist er denn jetzt? Alles klar, hier oben. Mann, wäre der eine nicht gestorben durch den Drachen. Ich wette, aus dem wäre was Cooles geworden. Den hätte ich erstmal in den Wahnsinn getrieben und dann auf einmal hätte er gesagt, yo, ich habe die alten Götter angebeten und jetzt bin ich irgendwie gereinigt und mein Verstand ist wieder klar und so ein Scheiß. Ich wette, sowas wäre passiert.
Genau sowas. Die alten Götter haben seinen Verstand gerettet. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Alter, wie schnell geht denn hier in dem Spiel die Zeit rum? Du springst ein bisschen durch die Gegend, machst dir Nekromanten, betest die alten Götter an und schon halbe Stunde. Alles klar, wo ist unser Freund? Ich weiß, dass ich was gehört habe. Drüben. Oh, oh mein Gott, oh, oh mein Gott. Nein, Talion, nein. Warum? Du sollst ihn beherrschen. Einmal sterben hat dir nicht gereicht, hm? Der ist fast tot. Ich töte dich gerne ein zweites Mal. Beherrsch ihn, beherrsch ihn. Oh Gott, der wäre fast verreckt. Dem sein Verstand ist aber robust, ne? Das muss man ihm lassen. Immun gegen Wahnsinn. Immun gegen Wahnsinn. Warum habe ich immer nur so resistente dann? Oh, der ist hier irgendwo im Nirgendwo. Komme ich denn am besten hin? Ah, Moment, ich kann hier hinreißen, oder? Ja. Yes! Noch einen Versuch machen wir und wenn dann nichts passiert, dann spielen wir Monster Hunter World. Ja, 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 wirklich. Wo bist denn du? Sterben ja gar nicht. Es ist voll schwer, jemanden immer und immer wieder zu beschämen. Klingt so leicht, aber er muss ja nur einmal brennen. Ewig kämpfen, niemals sterben. Klingt wirklich ziemlich unangenehm. Ja, schau mal dein Gesicht an. Ich renn mal weg. Bitte brenn nicht, bitte brenn nicht. Brennt der schon? No, 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 no. Oh Gott. Ich dachte, er wäre noch ein bisschen weiter weg. Ey, ich hätte ihn auch nur treffen müssen mit dem Schwert und er wäre verbrannt. Das ist einfach sau schwierig, die richtig runterzuschwächen. Ich sag euch, der Verkrüppler, der vom Drachen getötet wurde, das wäre mein Highlight gewesen. Na gut, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Beim nächsten Mal, vielleicht machen wir da schon die Schlacht. Die große Schlacht. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wir werden und... Tschüss!